Jetzt kann es losgehen. Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Ja, ich wollte eigentlich die Folge schon ein bisschen eher gedreht haben, hab's dann aber irgendwie verbaselt und bringe das Ganze jetzt für euch, denn es gibt ja viel, viel Liebe. Viel Liebe für alle, finde ich auch sehr, sehr gut. Das neue Event, also die Valentinstag-Challenge, also so ein bisschen aus dem RL. Valentinstag ist so ein Tag, der geht mich nichts an. Oder der geht uns nichts an, schon ewig nicht. Und also das ist jetzt nicht so ein Tag, den wir zelebrieren oder so. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, bei euren Liebsten. Aber wir zelebrieren das nicht. Aber wir können es hier auf jeden Fall bei Clash of Clans zelebrieren. Und zwar in der Herausforderung, die ja heute Morgen bekannt gegeben wurde, beziehungsweise heute Mittag, glaube ich. Es gibt, der Reward ist natürlich ein bisschen mau, ein Machttrank, aber für den einen oder anderen gar nicht mal so schlecht. Wie zum Beispiel hier für die Leda wäre der gar nicht mal so übel, wenn ich nicht noch 5 Stück hätte. Aber verdiene tolle Belohnung, okay, indem du 3 Sterne in der Valentinstag-Herausforderung erreichst. Liebe liegt in der Luft. Gar keine Frage, wir können auch mal angreifen. Soll gar keine großartige Folge sein. Ein Rathaus 11. 1.000.000 Lot von beiden und 10.000 Dunkles, was natürlich jetzt auch nicht so schlecht ist. Alles schön verteilt da oben um den Adler. Es gibt ja immer so ein bisschen, so ein paar Sachen, die hier so ein bisschen so, ich will mal sagen, rausgepickt sind, beziehungsweise ich wollte eigentlich ganz gerne einen Screenshot davon, brauche ich keinen Screenshot von machen. Die hier so ein bisschen versteckt sind, die will ich natürlich rausfinden. Eigentlich bin ich so ein Lauch, der erst immer bei anderen YouTubern guckt, wie machen die Challenge und schaffen die, und dann mache ich das selber und hänge mich immer aus dem Fenster. Also das ist eigentlich so mein Ding. Heute mache ich das umgekehrt. Heute hänge ich mich nicht aus dem Fenster, sondern wir gehen hier mal mit einer Armee rein. Ein Bedspell, ein Gift, zweimal den Skeleton Spell, ein Fries und 2 Wut. Okay, wir haben einen Ballon. Was haben wir da drin? Muss ich mal gerade gucken. Noch mehr Ballons. Okay, da haben wir noch ein paar Ballons drin. Und haben dann natürlich ein paar Luftabwehren zu schaffen. Okay, da unten um die Queen herum. Haben jetzt kein Queen Charge, kein gar nichts, kein Mauerbrecher. Und könnten an den Adler kommen. Mal gucken, was uns hier erwartet. Wir setzen hier mal so ganz unbewusst so unsere Queen hin. Ein Feger da, ein Feger da. Okay. Den nehmen wir mal nach oben. Denn die Luftabwehren werden uns sicherlich zu schaffen machen. Oh, Doppeltornado-Falle, okay. Sehr spaßig. Doppeltornado-Falle, der Adler muss fallen. Noch eine Tornado-Falle, okay. Das ist also Tornado-Falle hier, alles klar. Wie kommen wir denn jetzt eigentlich da zu den Luftabwehren? Das wäre ja mal gar nicht so schlecht, wenn wir hier rankommen. Nehmen wir mal einen King hier mit rein und gucken mal, dass der da durch die Mauer will. Das will er auch. Sehr schön. Die Queen hilft auch oben. Beide Helden gehen rein. Das ist natürlich cool. Beide Helden gehen rein. Mal sehen, was noch so auf die Helden wartet. Wir wollen natürlich die Luftabwehr so ein bisschen wegbekommen. Da kommen jetzt schon nur ein paar Skellies und womöglich jetzt gleich auch... War da schon die Queen? Oh ne, da kommen Clanburg-Truppen raus. Okay. Da kommen ein paar Clanburg-Truppen raus. Schnell mal die Queen gezündet. Vielleicht noch ein paar Betsy mit rein. Mal sehen. Und vielleicht noch ein paar Skellies. Die Queen ist noch am Leben. Luftabwehr fällt. Die Queen geht jetzt allerdings nach außen hinweg. Okay, eine Luftabwehr ist stehen geblieben. Eine Luftabwehr ist stehen geblieben. Queen ist aber noch dabei. Und die nervigen Skelette natürlich auch. Und ich habe kein Giftspell mehr. Ah ne, hier sind keine Skelette. Okay, das sind nur Nein. Alles klar, die können wir irgendwie schaffen. Okay, jetzt geht es natürlich gegen den Feger. Das ist nicht ganz so einfach. Also gehen wir hier mal erstmal rein. Und könnten hier... Ah, den Hund können wir später setzen. Den Hund könnten wir später setzen. Erstmal hier mit ein bisschen PS durch diese Base hier durch. Denn der Hund kann jetzt so ein bisschen tanken. Der Hund kann jetzt ein bisschen tanken, aber die müssen hier den Feger in jedem Fall wegschaffen oder beide Feger eigentlich schaffen. Ich weiß nicht, vielleicht ist Event auch zu leicht. Das glaube ich jetzt aber nicht. Da kommen bestimmt noch Überraschungen auf uns zu. Vor allen Dingen
Hat er mehrere Feger hier? Nee, der hat viele, viele Fallen. Oh. Okay, das sind viele, viele Fallen dort. Kleine Tesla-Farm am Rand, okay. Kleine Tesla-Farm am Rand. Sieht aber gar nicht mal so schlecht aus. Die Elektrodrachen sind ja denn doch schon etwas stärker. Allerdings die Single Infernos setzen uns da doch ein bisschen auf. Okay, die haben wir zumindest haben wir die rausbekommen. Aber die Infernos könnten etwas zu stark sein. Der muss jetzt noch einmal schießen. Komm. Ah nein, er schießt nicht nochmal. Okay, und der da oben ist auch down. Alles klar. Okay. Tesla Farm da unten. Okay, ein bisschen. Ich weiß gar nicht, ob wir ein bisschen Loot mitgenommen haben. Aber so. Ich weiß gar nicht, ob wir die Challenge echt so machen können. Wir müssen die Luftabwehren in jedem Fall da irgendwie packen in der Mitte. Also hier oben, ich glaube, der Anfang war gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, der Anfang war gar nicht mal so schlecht hier bei der Tornado-Falle. Und hier unten auch den King gesetzt, damit er reingeht, war, glaube ich, auch nicht so schlecht. Vielleicht gehen wir auch mal einen ganz anderen Weg, dass wir erst die Infernos dort wegmachen. Mann, die kriegen eigentlich da. Achso, jetzt geht es ja erst dahin. Und dann versuchen, den hier unten die Tesla-Farm mit wegzubekommen und dann von unten mit reinzugehen. Aber vier Feger stehen da auch in der Mitte. Vier Stück. Gegen vier Feger ist es nicht einfach, Leute. Das ist nicht einfach, aber wir könnten natürlich jetzt hier einfach anfangen, mal den großen Ballon zu setzen. So, der ist schon mal gezündet dort. Und wir nehmen hier wieder die Skelette mit rein. Den friesen wir einmal kurz weg. Den Bad Spell auch noch mit drauf. Mal sehen, ob das ein bisschen effektiver ist. Aber Queen ist jetzt auch schon wieder weg. Hier hinten sieht es noch ganz gut aus. Und ich würde sagen, wir gehen hier mal rüber. Hier waren ja ganz viele Fallen. Die müssen wir erstmal auslösen. Und ich glaube, hier waren auch noch ganz viele Fallen. Jawohl. Könnten wir auf jeden Fall schon mal wegmachen. Und dann nehmen wir den wieder nach oben. Wir nehmen den jetzt sofort. Ihn mit rein. Und mal sehen, ob das jetzt etwas effektiver ist. Die Feger werden hart. Die Feger sind hart. Die Feger sind echt hart. Und die nervenden Skelette hier natürlich auch. Müssen wir mal eben so ein bisschen wegpfeffern. Und wir müssen hier hinten auch jetzt auf jeden Fall noch mal ein bisschen PS haben, dass denn die Single Infernos braten uns alles weg. Gar nicht mal so einfach, die Challenge. Gar nicht mal so einfach. Vielleicht hätte der Toto doch erstmal bei anderen schauen sollen, wie die das machen. Vor allen Dingen, wie die vier Feger hier hinten wegkriegen. Ja, das ist eine Rathaus 11 Base. Natürlich hart modifiziert. Mit viel Liebe modifiziert, so muss man es ja bald sagen. Aber ich habe schon eine Idee, wie wir es machen können. Ich habe schon eine Idee, wie wir es machen können. So, wir gehen jetzt mal einen etwas anderen Weg. Wir gehen mal hier rein und hier rein. Auch wieso will denn der King da rein? Okay. Wenn der King da unbedingt rein will, dann soll er da rein. Um vielleicht den Adler wegzumachen. Kann man ja mal machen. Ist vielleicht auch gar nicht so schlecht. Wir setzen einen mit dazu. Die Queen wird das natürlich nicht überleben, aber vielleicht. Ah, die Queen macht ja schon mal einen Feger da. Nein, die macht keinen Feger. Oder schafft die noch einen Feger? Wo ist der King? Oh, der King könnte den Feger schaffen. Der King packt den ein. Jawohl. Queen ist schon gezündet. Okay. Dann lösen wir hier jetzt mal auf. Über diese Ecke kommen wir jetzt mal rein. Nimm den mit hinzu. Nimm den mit hinzu. Und erstmal einmal PS. So, einmal mit PS meine ich immer den Wutzauber, Leute. So, oh, unsere Helden sind in der Base angekommen. Sehr nett. Sehr cool. So, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen PS machen. Den Hund schicken wir jetzt erstmal auf die Luftabwehren dort. Wir nehmen hier mal den Bettspell mit rein. Zweimal die. Und friesen das Ganze hier einmal ein bisschen weg. Mal sehen, ob wir jetzt. Ich glaube, wir sind immer noch nicht so wirklich erfolgreich. Die dürfen nicht nach außen fliegen. Da müssen wir die eben mal auslösen. Um
Zwei Stück da, zwei da, aber oh, der Hund tankt uns die Tesla-Farm hier. Aber wir haben hier hinten auch jetzt wirklich nur noch einen einzigen Drachen. Hier haben wir keinen mehr. Warden ist weg. Ein Single Inferno steht noch. Der Hund wird jetzt gleich auch platzen, denke ich mal. Da sind zwar noch ein paar Skelette, aber ich glaube eher, dass der jetzt gleich von der Tesla-Farm gebraten wird. Er hat ja auch nicht mehr so viel Trefferpunkte, ne? Oder? Außen steht auch noch mal einer. Mal sehen, wie viel der jetzt noch mitnimmt. Ah, der nimmt natürlich 5 Ziele mit. Das seht ihr hier, aber das war es auch schon wieder. Eieieiei. Schwierig und nicht einfach. Vor allen Dingen, wo nimmt man die Helden mit? Wo nimmt man die Helden mit? Echt nicht einfach. So, wir sorgen mal mit den. Wir gehen mal mit dem King hier rein, dass die Queen da vielleicht auch reingeht und der Warden mit. Jawohl. Das funktioniert in jedem Fall. Und weil es jetzt auch ein bisschen viel wird, nehmen wir die ganzen auch jetzt einmal in die Ability mit rein. Hier, das nervt mich so ein bisschen, muss ich sagen. Jawohl, Queen ist noch zündbar. Wir haben schon einen Feger weg. Der King ist noch am Start. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, nehmen jetzt mal diese Seite hier. Habe ich jetzt auch nicht mehr so viel Zauber. Ich muss hier jetzt rein. Wo ist meine Queen eigentlich? Ach komm. Und mein Warden. Hallo. Ach jetzt, ich habe alle meine Drachen verloren, ne? Jo. Wieso? Ah, der. Ach so, ja, okay, der Warden steht natürlich auch auf Boden. Der folgt natürlich nicht den Lufttruppen. Ja. Hätte ich auch vorher dran denken können, das stimmt. Der folgt natürlich denen nicht. Ah, sehr ärgerlich. Echt schwierig. Ich meine, mit Challenges habe ich mich schon immer ein bisschen schwer getan. Ich weiß nicht, wie ihr die spielt. Ihr könnt mir sicherlich in die Kommentare reinschreiben, wie man diese Base hier am besten löst. Oder ich gucke einfach bei den anderen YouTubern. Die werden das ja binnen Stunden heraus haben, wie man das am einfachsten macht hier. Welche Herzen man vor allen Dingen als erstes angreift. Hier unten das, wo die Elixierlager sind. Oder hier oben, wo bei den Goldlagern. Oder halt in der X-Bogen-Area ums Rathaus ganz, ganz viele Fallen. Und am super nervigsten natürlich die 4 Feger hier in alle Richtungen. Da kommst du ja eigentlich nicht so wirklich bei. Ja, kriegen wir hin. Ich denke mal, ich löse dieses Rätsel heute noch. Wie auch immer. Entweder gucke ich bei den anderen oder ich löse selber auf. Aber wir gehen erstmal nach Hause. Letztendlich wollte ich eigentlich auch mit dem Rathaus 10 hier so ein bisschen weiterfahren, gerade weil wir jetzt auch noch eine andere Challenge haben, nämlich den Armeeschub für ein Juwel, was natürlich sehr, sehr schick ist. Mit ein bisschen Valkyren können wir da nochmal einen schönen Bauarbeitertrank nehmen. Der ist natürlich super easy. Und einen Raketenballon habe ich natürlich nicht, den müsste ich mir dann spenden lassen. Das, was ich sehr, sehr gut finde, ach so, das ist nochmal, das Warm-up ist zurück. Da gehe ich nochmal später drauf ein. Da gehe ich auch drauf ein. So ein bisschen E-Sports interessiert mich dann ja doch schon. Also das ist jetzt nicht für mich so ganz ad acta, sondern ich schaue das natürlich auch sehr, sehr gerne. Gestern Abend auch wieder ein bisschen Clash of Clans Streams geschaut. Und was ich aber sehr, sehr gut finde, ist, dass diese Herausforderungen können halt alle spielen. Ja, also auch ein Rathaus 8 kann, wenn er hier auf Angreifen geht, oder auch ein Rathaus 7 oder ganz frisch Anfänger, direkt diese Challenge hier spielen, glaube ich zumindest. Und kann dann schon mal einen King bedienen und einen Warden bedienen. Natürlich schwierig für jemanden, der frisch anfängt, der diese Truppen noch gar nicht so wirklich kennt oder auch hat. Oder auch einen Hund oder auch einen Elektrodrachen. Die Mechaniken zu sehen und zu verstehen, wie die funktionieren. Du verstehst ja selber nicht, wie sie funktionieren, sonst hätte ich diese Base schon gelegt. Aber ich bin ja ganz nah dran. Ich hoffe, das Ganze hat euch trotzdem ganz gut gefallen auf dem Freitagnachmittag. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, vermutlich schönen Valentinstag. Vielleicht sehen wir uns ja vorher noch, nachher noch. Müssen wir mal sehen.
Bis dahin, danke fürs Zuschauen und nochmal schönes Wochenende. Euer Toto. Clashed.